Moin und guten Morgen, willkommen in das schöne Niederlande hier in Rotterdam. Mit dabei ist wieder der Florenz, ne? Oh Mann, da muss ich wirklich das Lachen verkneifen. Ja, hast du nicht erfolgreich geschafft. Wir fliegen heute von Rotterdam ins wunderschöne Friedrichshafen. Wird ganz großartig. Noch ist das Wetter gut, mal schauen, ob es in Friedrichshafen so bleibt. Aber um da hinzukommen, brauchen wir auch eine Route und Florenz hat die für uns mal präsentierfähig. Ja, genau, die ist präsentierfähig. Ich hatte fairerweise nicht erwartet, dass du es durchziehst mit der Anmod, aber... Das ist mein größter Respekt dafür. Bitte. Los geht es in Rotterdam, wie Dina schon gesagt hat. Es geht nach Friedrichshafen, also südwärts. Wir haben eine relativ spannende Route irgendwie jetzt gefunden, nach vielen Anläufen, so ein bisschen über Belgien, ein Stückchen vielleicht auch über Frankreich und dann aus dem Westen rein nach Deutschland. Wie sieht es heute aus hier mit der Departure Runway? Wir erwarten die 24. Es geht raus über die Woody 2 Bravo Yankee Departure. Auch sehr spannend. Eigentlich straight ahead raus und dann Linkskurve irgendwann nach Woody runter. Einmal über die ganzen Seen rüber, also es könnte ganz witzig und schön werden. Was für Seen denn? Ja, über die ganzen Kanäle und Seen. Ja, was weiß ich. Ne? So ist das. Schauen wir mal, was wird. Genau, zum weiteren Routenverlauf gibt es da was, wenn es Richtung Landung geht. So. Dann starten wir der Gerät mal. Dann geht's runter zur Runway 24. Wir sind an der Piste. Ich roll direkt drauf. Dafür brauche ich aber noch Landing Lights und Strobe Lights. Das Tickers. Und mein Takeoff-Knopf. So, jetzt dürfte auch automatisch der Transponder angedrückt sein, was er auch ist. Das heißt, es funktioniert. Huch. Links drauf, Florenz steht irgendwo da vorne. Da ist er. Der macht es heute ein bisschen spannender. Das ist alles berechnet. Sicher. Ist nichts spannend. Ich habe nicht gehört, aber gut. Ich dachte auch, alles berechnet. Na gut, ich gehe mal ein bisschen Leistung, gucke überhaupt, was da ist. Das scheint der Fall zu sein. Also mal Hebel auf den Tisch. Und Abflug. Und zack. Oben ist er. Sehr stark. Dann fliegen wir kurz ein bisschen manuell. Eben links Rotterdam im Abflug, sieht gut aus. Kann man machen. Das Flugzeug hat auch immer zu viel Power, das ist unfassbar. So, ich gehe mal links rum hier. Das hat zu viel Power und es ist unfassbar wackelig. Und das ist keine gute Kombination. Ich bin mir auch manchmal einfach unsicher, wie realistisch das Flugmodell ist. Das ist immer so die Sache. Ja, ich habe jetzt auch meine Dinger sind jetzt auch nicht super krass kalibriert, muss man dazu sagen. Ja, bei mir jetzt auch nicht gerade. Genau, ATC gerade keiner da. Florenz und ich fliegen wieder zu Rentnerzeiten, morgen um 10. Da hat man erfahrungsgemäß nicht so viel Abdeckung. Leider. Aber ist auch nicht schlimm. Wir kriegen das auch so hin. So, ich ziehe mal hier jetzt nochmal 220 um die Kurve rum und danach wird dann auch auf 240 beschleunigt. Und heute soll es auf Flugfläche 450 gehen. So hoch bin ich länger nicht mehr geflogen. Das wird spannend. Hast du auch 450 geplant, Florenz? Ja, ich soll auch so hoch gehen. Ah, guck mal hier mit dem ganzen Hafen von Rotterdam. Da ist Florenz nicht zu sehen. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ich konnte in der Galley aus irgendwelchen Gründen Müsli auftreiben. Oha. Ja, das ist ja gut. Ja. Ich mache jetzt gleich mal einen Autopiloten rein hier. Kurve ist zu Ende. Zack. Auf wie viel Fuß? Flight Level 160. Ja, wunderbar. Muss man ja mal ein bisschen ausnutzen. Muss man ja auch mal tun, genau. So. Hier geht's locker flockig geradeaus. Der fliegt jetzt hier seinen Bums ab und dann passt das alles. Thank you.
Ja, wir befinden uns aktuell schon mitten auf unserer Route. Und zwar fliegen Linus und ich gerade über das Delta India Kilo VOR. Ausgesprochen heißt das gute Ding, weil ich hatte vorhin den Namen, Linus. Ich hab's dir gesagt. Ja, irgendwas mit Dierkirch. Dingenskirchen. Dierkirch oder irgendwie so Dierkirch, irgendwie sowas. Ja, macht ja auch nicht viel. Zumindest biege ich jetzt sozusagen rechts nach NATO ab, beziehungsweise fliege einfach geradeaus nach NATO weiter und Linus biegt links über das schöne Saarland ab. Auch dann irgendwann Richtung NATO und wir schauen mal, wer als erstes da ist, beziehungsweise dadurch, dass Linus ja ein bisschen weiter vorne ist, könnten wir sogar gleichzeitig da sein. Gucken wir uns das mal an. Spannend. Es wird spannend. Es bleibt spannend. Wir schauen uns parallel einmal schnell die Route an. Ich mache das mal ein bisschen heller. Oh, jetzt haben alle vermutlich einmal einen Augenschock bekommen. Ja, schneide ich raus. Wahrscheinlich nicht, weil du irgendwie ganz komisch geredet hast, dass ich nicht schneiden kann. Aber genau, Linus fliegt jetzt hier links die Route weiter. Ich habe mir direkt nach NATO gegeben, weil wir das einmal ausprobieren wollten. In Friedrichshafen erwarten wir die Piste 06 und zwar eigentlich den Published ILS Approach über AFAS. Der sieht dann ganz grob einmal so aus, ne? Einmal über den Bodensee drüber und dann direkt aufs ILS drauf. Relativ unspektakulär. Viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ja, was man vielleicht noch erwähnen könnte, wir haben unfassbar schlechte Sichtbedingungen. Genau, wenn wir Richtung Wetter schauen, das sieht ungefähr genau so aus. Ja, Overcast 200 und eine Sichtweite von 2500 Metern. Es wird witzig werden, bestimmt. Gut Nebel, wahrscheinlich. Nebel soll aktuell wohl nicht sein, aber wir haben eine Temperatur und einen Taupunkt von 8 Grad jeweils, also der Spread ist sehr, sehr gering. Spannend. Das ist der Schwarzwald jetzt unter uns, ne? Ja, so viel wie man vom Schwarzwald sieht, ne? Also, ja, ein bisschen was sieht man. Bei mir zumindest. Ah, das ist ja andere Wetter. Mal spannend zu sehen, wie sich das jetzt unterscheidet. Ich bin ja gerade noch über Frankreich und fliege gerade nach Deutschland rein. Du bist gerade über Straßburg. Na, ich bin jetzt in Deutschland. Ja, also dabei hängt ja so 5-6 Sekunden. Oder 10. So, aber jetzt auch nicht deutlich mehr, glaube ich. Das haben sie jetzt auch wieder gut gefixt. Das war ja irgendwie vor einem Jahr mal, dass das teilweise echt krass hing, aber ist seit Ewigkeiten nichts mehr. Sowieso Server allgemein. Das stimmt, Server sind gut dabei, definitiv. Sind gut dabei, ja. Jetzt irgendwann die Refresh-Rate noch in den Griff kriegen, was ja irgendwie auch was mit den Legacy-Programmen zu tun hat. Die ja abgeschaltet werden irgendwann vielleicht mal. Ework ist doch jetzt abgeschaltet, oder? Nee. Immer noch nicht. Nein. Ich habe schon drüber geredet, wird, seit ich diesem Netzwerk beigetreten bin. Ich wollte gerade sagen, also das ist ja echt schon. Ich hätte gedacht, dass das jetzt mal. Ich reduce mal auf 230, so langsam zumindest. Wo bist du denn gerade? Useti. Überfliege ich jetzt hier. Okay. Ja, ich sehe dich da vorne. Ich glaube, das wird eine ganz schöne Suppe, wo wir hier reinfliegen. Ich glaube auch. Wenn ich mir das hier so angucke, das sieht jetzt nicht mehr so angenehm aus. Oh, du bist gerade bei mir das Traffic aufgeploppt. Wie gesagt, 230, weil ab hier vorne irgendwo ist 230. Am AFAS. Gut, habe ich ein bisschen früh gebremst. Toll, jetzt habe ich mir extra noch Friedrichshafen Improvement Pack runtergeladen und so ein Scheiß. Jetzt fliegen wir hier in die größte Suppe rein. Das ist ja top. So, wir fliegen jetzt hier über Konstanz drüber. Ich dachte, das hier irgendwie sein. Und dann dementsprechend hier auf Schweizer Seite Kreuzlingen. So, 180 ist gerade das Tempo to go für mich. Was kommt sofort nochmal kleiner Descent. Intercepted wird dann auf 4000 Fuß. Über den Bodensee rüber, rein nach Friedrichshafen. Ja, guck mal, ein bisschen was sieht man doch. Also ich bin optimistisch. Weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Boah, ist ein bisschen Suppe, ne? Was ist dein Speed aktuell? 200 gerade, aber wird gleich wieder langsamer werden, sobald ich ausgelevelt bin. 5, so, 5. Glide Slopes da. Bombe. Perfekt. Jetzt auf 5 Meilen und fahre dann damit auch das Fahrwerk mal raus. Kann ich gleichzeitig noch ein bisschen bremsen.
Und wird dann erstmal noch mit 140 weiter zuckeln. Na, da muss ich definitiv schon mal eine Klappe setzen. Das kriege ich da nicht hinterher bei dir. Ich sehe die Uferkante. Ich sehe die Uferkante. Ich bin noch lange über den Wolken. Okay, ich mach mal die letzten Flaps rein. Ich hab noch 2,5 Meilen. Boah, irgendwie, weiß nicht, lässt sich das Ding komisch fliegen. Ich habe in diesem Flugzeug kein Feingefühl. Ah, da ist der Zeppelin sogar. So, hab ich jetzt. Jetzt fall. Setz dich, Flugzeug. Bist du noch in der Touchdown-Zone? Ich bin genau in der Touchdown-Zone aufgesetzt. Aber jetzt gerade wieder gebounced. Eine schöne Landung war das nicht. Ich sehe auf 1000 Fuß auf jeden Fall gar nichts. Alles klar. Jo. Dann mache ich mal. Captain Tree steht hier, GA. Jo, alles klar, perfekt. Am Tower dann. Jo. So, ich bin runter. Da kommen Lichter. Das sollte reichen. Doch, meine Drohne ist noch in Rotterdam. Ehrlich? Ja. Das ist ja bescheuert. Scheiße. Oh, jetzt habe ich einen großen Ruckler gehabt im Final. Ja, das ist natürlich kacke. Hä? Ich fall durch die Welt. Boah, das war härter. Ey, wo bin ich denn jetzt? Was ist das denn? So, da sind wir. Ja, sehr gut. Hier stehen auch Artgenossen. Ja, herzlich willkommen in Friedrichshafen. Inzwischen ist das Wetter schon wieder ein bisschen besser, aber die Landung von uns beiden waren, glaube ich, gerade interessant. Formulieren wir es mal so. Ne? Ja. Erstmal vielen Dank, dass ihr bis hierhin dabei wart. Linus' Kamera ist leider irgendwo in Rotterdam stehen geblieben, also seine Drohnenansicht. Deswegen werdet ihr die schöne Szenerie vermutlich nur bedingt sehen. Ich habe nur die Default-Szenerie drauf, aber ich denke mal, das sollte alles okay gehen. Hoffentlich seid ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und ja, bis dahin dann. Tschüss.